1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu unserer Freitag-Nachtausgabe, die eine freie Themennacht ist, und das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal, was euch auf den Nägeln brennt, meldet euch bei mir hier unter 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Josie oder Josi, 25, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Wie sag ich's richtig? Josie? Ja, Josie. Bin noch 24, aber macht nichts. Josie war doch mal so ein Hit von Peter Maffay, ne? Oh Gott, weiß ich gar nicht, ist schon so lange her. Josie, irgendwie habe ich es so in Erinnerung. Ja, ist ja schön. Wir wollen aber nicht über Peter Maffay sprechen. Nein, nicht wirklich. Sondern über dich. Ja, genau. Um was geht's denn? Ja, und zwar ist mir fast schon ein bisschen peinlich, aber ich bin eine Nymphomanin und ich habe halt gerne ständig Sex und meinem Freund ist das irgendwie alles zu viel. Wie lange seid ihr beiden denn zusammen schon? Ja, schon so circa 2 Jahre. Jahre. Wie viel Sex hättest du denn gerne pro Tag? Ja, so am liebsten schon so 1-2 Mal, aber ihm reicht es dann halt auch 2-3 Mal die Woche. Ja. Und ihm ist das dann völlig genug. Also wenn ich dann halt ständig und jeden Tag ankomme, dann sagt er schon nein und solche Kopfschmerzen und wir hatten nur erst gestern. Kopfschmerzen ist ja eigentlich immer so die Ausrede der Frauen, ne? Ja, das stimmt, aber da ist er auch nicht so ganz schlecht. Aber du begrabelst ihn dann immer und möchtest eigentlich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, also. Wobei Nymphomanin, so, wenn du sagst, ich hätte gerne einmal am Tag Sex, ist vielleicht noch nicht so nymphomanisch. Ist noch ja. im Grenzbereich des Normalen oben angesiedelt, glaube ich. Ja, gut, okay, aber er sagt halt schon, mein Gott, du bist so schlimm wie eine Nymphomanin, ständig und irgendwie schon so jeden Tag und. Hat das denn nicht ein bisschen nachgelassen? Ich meine, wenn man 2 Jahre zusammen ist, dann ist zwar auch noch nicht so sehr lange, aber es reduziert sich ja dann doch ein bisschen. Ist es ja ein bisschen weniger geworden? Ja, hatte ich auch gedacht. Also so gerade auch in den letzten Beziehungen war das dann immer so, das erste halbe, dreiviertel Jahr war das richtig spannend und aufregend und da hat man auch noch regelmäßig gehabt und danach ging das dann, war das eher so eine Flaute im Bett. Aber bei ihm irgendwie eher so eine Sau im Bett und da kann ich gar nicht mehr als Nein sagen. Das ist ja auch dann ein tolles Kompliment an ihn, ne? Eigentlich schon. Das heißt, du bist nicht grundsätzlich immer so rattig und scharf, sondern das hat sehr viel mit ihm auch zu tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn er nicht so wäre, wie er ist, dann hätte ich natürlich auch nicht ständig Lust und wäre hinterher. Du sagst, wenn er nicht so wäre, wie er ist, beschreibst du uns doch mal ein bisschen. Wie ist er denn? Also er ist so ein Kopf größer als ich. Also ich bin so 1,65 und er hat halt schon so einen ganz guten Körperbau und hat ein Sixpack und so Dreadlocks und worauf ich auch total abfahre und ja, dann trägt er so einen Baggy-Style und das ist so genau mein Fall. Und ein Baggy-Style? Was ist das? Ja, halt so Hosen unterm, also etwas Hose unterm Arsch tragen und halt so lockere, weite Klamotten und schiefe Cappy auf und solche Sachen. Ich meine, das ist das Äußere, das kann er natürlich schon sehr anmachen, aber ich gehe davon aus, dass wenn er dann nackt ist, auch gut in den Aktivitäten dasteht. Ja. Also er lässt sich nicht nur bedienen von dir. Nee, also er ist da auch schon selber ganz gut zugange. Also ich muss eigentlich alles selbst machen. Bitte? Ich sage, ich muss eigentlich alles alleine machen. Ja. Und bisher ist das noch so, wenn er sich dann drauf einlässt, auf Sex mit dir, dann ist das auch jedes Mal sehr gut. Oder hast du den Eindruck, manchmal macht das einfach nur dir zuliebe und lässt es so über sich ergehen? Nee, überwiegend macht er das schon mit. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ihm Spaß macht. Aber wenn das so öfter als 2-mal die Woche ist, ja, dann macht das zwar mit, aber er ist, glaube ich, auch ganz froh, wenn es halt vorbei ist. Also zweimal am Tag fände ich auch viel, muss ich sagen. Aber 2-mal die Woche nur ist vielleicht auch ein bisschen wenig. So in eurem Alter und in der Phase eurer Beziehung könnte es auch schon 3- oder 4-mal sein, sagen wir es mal so. Ja, finde ich eben auch. Ja, finde ich auch. Aber bei uns ist auch das Problem, wir sind Altenpfleger und er ist im Nachtdienst. Und dann halt, er kommt morgens vom Dienst und ich war dann total fit und aktiv. Und er schläft dann bis spät Nachmittag. Klar. Ja. Wie ist es denn, wenn ihr beide frei habt, wenn ihr Urlaub habt? Ist er dann aktiver als jetzt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Deshalb bin ich auch so froh, dass nächste Woche Urlaub ansteht. Oh, dann geht's aber nächste Woche zur Sache bei euch.
Ja, würde aber, das, schwer hoffen. Aber das hört sich ja auch gut an. Das heißt ja, dass er durchaus auch wirklich dich mag und dich auch sexuell sehr anziehend findet. Vielleicht sind es dann wirklich öfters nur äußere Umstände, dass er gestresst ist und müde ist oder sowas. Was machst du denn da mit deinen überschüssigen sexuellen Energien, Josie? Ja, wie sich dann halt so eine Frau zu helfen weiß. Also, die Frau weiß sich dann zu helfen? Ja, genau. Man hat da so einen kleinen Freund im Nachttisch. Einen kleinen Freund. Weiß denn dein großer Freund davon? Mein großer Freund? Ja, doch, der weiß davon. Das ist ja auch okay. Finde ich auch völlig in Ordnung. Wenn der Große nicht kann, muss der Kleine ran. Ja, genau. Und ne? Ich meine, manchmal hat er ja auch Spaß dabei, mich damit zu verführen. Und man kann das da schon ganz gut einbauen, so beim Sex. Total. Ja. Aber wie? Aber irgendwie hört sich das schon an, als seid ihr glücklich. Ja, wir sind schon glücklich, also auf jeden Fall. Und ich meine, wir möchten nächstes Jahr heiraten und planen auch Familie. Ja. Aber was den Text angeht, würde ich mir halt wünschen, dass er man kriegt natürlich nicht immer so genau das Gleiche, was man haben will. Und man muss ja auch Kompromisse machen. In den besten Beziehungen ist das so. Ja. Wichtig finde ich, dass ihr beide euch liebt. Ja, das ist auch so. Wichtig finde ich, dass ihr grundsätzlich aufeinander abfahrt. Das ist ja auch so, wie du es geschildert hast. Ja. Nur ist dann ein bisschen eine Schieflage, dass du ein bisschen mehr willst als er. Aber vielleicht kann dein kleiner Freund halt ab und zu mal einspringen und dann ist das wieder gut. Du kommst aber nicht auf dubiose Gedanken, dass du ihm deshalb fremdgehen. Nein, Gottes Willen. Nee, auf gar keinen Fall. Das würde ich nicht tun. Wie war das denn vor dieser Beziehung? Warst du eigentlich immer schon eher ein sexuell sehr aktives Mädel? Also vor ihm ging das eigentlich. Also da hat mir das auch genügt, wenn ich ein, zwei Mal die Woche Sex hatte. Ja. Und manchmal hat mich das auch schon nach ein paar Monaten genervt. Da war ich froh, wenn die Typen mich ganz in Ruhe gelassen haben. Aber so, seitdem ich ihn kenne, da hat sich das schlagartig geändert. Also er muss ja ein Traummann sein. Ja, immer auch. Schade, dass du mir kein Bild gemailt hast. Dann könnte ich das beurteilen. Ja. Aber ich glaube es dir, wie du ihn beschrieben hast. Das klingt ja alles schon ziemlich super, ne? Er ist ein Traummann und eine Bombe im Bett. Also... Ein Traummann, eine Bombe im Bett, sie hat eine gute Figur und Mann. Josie, ich würde sagen, lass es einfach so weiterlaufen. Genießt den Urlaub nächste Woche. Fahrt ihr weg oder bleibt ihr im Lande? Nee, wir fahren an die Ostsee. Ihr fahrt an die Ostsee? Ja. Da kann man am Tag Spaziergänge machen, sich erholen. Oder sich an den Strand legen, wenn das Wetter schön ist. Wenn das Wetter schön ist, kann man sich an den Strand legen. Zwischendurch kann man auch mal aufs Zimmer gehen und du weißt schon. Und dann geht man wieder an den Strand und abends kann man wieder aufs Zimmer gehen, zwischendurch was essen. Genau. Und dann geht man wieder aufs Zimmer. Ich glaube, danach braucht man dann wieder eine Woche Urlaub, aber das ist ohne mich. Da seid ihr beide aber komplett fertig nach der Woche, glaube ich. Ich befürchte es auch. Oder ich glaube, er befürchtet es. Aber er freut sich auch drauf. Ja, doch. Ja. Also ich wünsche euch beiden wirklich einen tollen Urlaub. Ja, danke schön. Und ich habe vorhin Wetterbericht geguckt und das sieht ganz gut aus für nächste Woche. Das sieht so aus, als würde es ein ganz schöne Herbstwoche mit viel Sonne und so. Also ja. Ideal für einen Sexurlaub an der Ostsee. Ja, hoffentlich. Josie, grüß mir deinen Freund herzlich. Ja, mache ich. Alles Gute, tschüss. Okay, dir auch, danke, tschüss. Jo, 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, meldet euch bei mir hier oder mailt unter domien@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. So, jetzt geht's weiter mit Ralf und Ralf ist 44 Jahre alt. Hallo Ralf, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Ralf, deswegen rufst du mich an? Ja, es geht um, es ging ja jetzt durch die Medien, dass eine Frau ihre drei Kinder ermordet hat. Und diese Frau war das im Prinzip 2 Jahre lang meine Nachbarin. Ach, damit ich es nicht durcheinander bringe. Das war ein Fall, der ist vor gar nicht langer Zeit durch die Medien gegangen. Ja, also jetzt vorgestern. Genau, ganz frisch. Und das ist ein Fall, der im Ruhrgebiet stattgefunden hat. Ja, also sie ist in Oberhausen verhaftet worden. Ja. Und dadurch kam das jetzt alles wieder hoch bei mir. Und die Frau ist jetzt, wenn ich mich recht erinnere, aufgrund der Zeitungsartikel vor ein paar Tagen verhaftet worden. Ja, sie hat im Grunde genommen sich beim Bekannten verplappert und daraufhin ist sie festgenommen worden und von der Staatsanwaltschaft verhört worden und von der Polizei und da hat sie das dann eingeräumt. Ne? Sie soll ihre drei kleinen, also nacheinander drei kleine Kinder ermordet haben. Ja. Und du warst ihr Nachbar? Ich war ihr jetzt zuletzt ihr Nachbar. Und das war ja so in einem gewissen zeitlichen Abstand. Also die ersten beiden Kinder waren aus ihrer ersten Ehe. Mhm.
Und da hat sie dann, nachdem die Beziehung wohl irgendwie gescheitert ist, die ersten beiden Kinder, also ein Junge und ein Mädchen, getötet. Ne? Wie? Weißt du, wie man... Wie? Ja, also ich weiß jetzt im Prinzip auch nur das, was in den Medien gebracht wurde, eben, dass sie die Kinder halt mit dem Kissen erstickt hat. Erstickt, ja, so habe ich es auch gelesen. Genau. Ja, und... Wie hast du denn diese Frau, ich meine, das ist ja nun, du warst ihr Nachbar. Ja, die hat... Über wie viele Jahre? Ich bin 2002 hier eingezogen und da hat sie mir sogar beim Tapezieren geholfen, beim Streichen und alles und war eigentlich so, sie ist so ein buschikoser Typ, ne, so ein Kumpeltyp. Und das heißt, sie hat die Morde begangen quasi direkt neben deiner Wohnung? Ja, also man kann sagen, während ich hier Fernsehen geguckt habe, hat sie das Kind umgebracht, ne? Also das ist schon... Was ist das für eine Frau? Wollen wir sagen, ich fand sie sympathisch und ich konnte es auch selbst danach, als hier, also nach dem dritten Mord war dann ein Polizeibeamter bei mir, der mich dann dazu vernommen hat. Mhm. Und der hat mir gesagt, dass er also seine 25-jährige Berufslaufbahn dagegen verwettet, dass sie das Kind umgebracht hat. Weswegen bist du vernommen worden? Weil du Nachbar warst? Weil ich mit ihr bekannt war und hat sich die Polizei halt irgendwelche Hinweise durch erhofft. Ne? Also die haben ja dann in alle Richtungen ermittelt und... Hast du irgendetwas mitbekommen von dem Sterben eines Kindes? Ja, bei mir war es ja so, dass an dem Abend, wo der Kevin dann getötet wurde, hat also ihr Freund dann bei mir geklingelt und war ganz hysterisch und aufgelöst und hat mir gesagt, dass der Junge nicht mehr atmet und ob ich nicht, die wussten, dass ich Krankenpfleger bin. Und wohnte sie denn mit ihrem Freund zusammen? Ja, es war ganz ulkig. Also er wohnt eine Etage unter mir. Ja. Und sie wohnt also quasi direkt neben mir. Das sind so ein Zimmerwohnungen. Ne? Also jeder, haben zusammen gelebt, aber irgendwie auch nicht. Also zwei verschiedene Wohnungen im selben Haus. Im selben Haus, genau. Und dann hatte sie sich erst bei dem Freund gemeldet und der ist dann zu dir gelaufen. Ja, dann hieß es halt, er atmet nicht mehr. Dann bist du rüber in die Wohnung? Ja, und ich, kann man sagen, ich habe... Wie alt war das Kind? 18 Monate. 18 Monate. Mhm. Und ich meine, du kannst dir sicherlich was vorstellen unter Leute, die unter Panikattacken leiden, ne? Mhm. Und ich hatte eine Panikattacke und musste dann mich zwingen, das Kind zu reanimieren. Also das war hammerhart. Ich habe wirklich alles versucht und... Du bist Krankenpfleger? Ja. Das heißt, du bist Profi. Ja. Wie hast du das Kind vorgefunden, als du in die Wohnung kamst? Ja. Wo lag das Kind? Ja, also es fühlte sich noch warm an und war halt kein Puls mehr und die Pupillen waren schon weit und ich habe gedacht, das sieht schon ziemlich übel aus. Aber und es lag im Bett? Nein, das lag auf dem Boden. Es lag auf dem Boden? Auf dem Teppichboden, so. Mhm. Mhm. Und ich habe gedacht, mein Gott, vielleicht kann man ja doch noch was reißen, versuch's es, ne? Und während ich dann da alles versucht habe... Was hast du versucht? Wie hast du das Kind versucht zu reanimieren? Ja, also beatmet und Herzmassage gemacht und... Mhm. Ja, und dann traf halt das Notarztteam ein, die haben dann mit mir das zusammen dann übernommen und dann kam noch ein zweites Team, also da waren wir da bald mit 11, 12 Leuten, die kamen aus dem Kinderkrankenhaus noch dazu, also ein Ärzteteam noch, ne? Mhm. Und die haben wirklich alles also intensivmedizinisch versucht, was man versuchen kann, aber das war halt nichts mehr zu machen. Das heißt, das Kind ist quasi in der Wohnung verstorben? Ja, also das war das Heftigste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das war echt hammerhart. Das war aber jetzt, wenn ich das recht in Erinnerung habe, aus den Zeitungsartikeln schon vor ein paar Jahren. Ja, das war das letzte Kind, was sie ermordet hat. Ja. Das hat man aber dann nicht bei einer Obduktion festgestellt, dass das Kind ermordet wurde. Ja, das ist so, man hatte immer den Verdacht, aber man konnte es irgendwie ihr nicht nachweisen. Ne? Ja. Und in den... An was ist das Kind denn dann offiziell gestorben, an das letzte, von dem du gerade gesprochen hast? Ja, es hieß dann immer irgendwie plötzlicher Kindstod oder so, ne? Aber irgendwie wussten sie schon, dass das ist es nicht. Ne? Ja. Und sie war schon eine Woche vorher... Bevor das passiert ist, ist sie mit dem Kind ins Krankenhaus, weil das Kind hätte wohl Krampfanfälle. Ne? Mhm. Und im Nachhinein hieß es dann, da hätte sie wohl das erste Mal, das wäre so eine Art Generalprobe gewesen. Ne? Ah ja. Also da hätte sie das erste Mal schon versucht, das Kind zu ersticken. Ja. Jetzt hast du das ja erlebt, dass ihr Kind ist in ihrer Wohnung verstorben. Du warst der nächste Nachbar. Ja. Wie hast du diese Frau dann danach, die Wochen, die Monate danach erlebt?
Ja, das ist so ganz, ganz, wie soll man sagen, so widersprüchlich, ne? Also sie ist, konnte unheimlich lieb sein und nett sein und hat sich mit mir darüber unterhalten und ich habe mit ihr auch über diesen Verdacht gesprochen, ne? Sie hat, ich habe ihr gesagt, dass da ein Polizeibeamter da war und der hat mich verhört und der meint, dass du das Kind möglicherweise umgebracht hast, ne? Das hast du ihr gesagt? Ja, und da hat sie gesagt, ja, glaubst du das wirklich von mir und so, ne? Ich sag, eigentlich kann ich das nicht glauben, weil es eigentlich vom Kopf her gibt es doch keinen plausiblen Grund, also keine Rechtfertigung, dass man sein Kind umbringt. Ne? Ich habe ihr gesagt, du kannst das doch, wenn jetzt jemand überfordert ist mit der Erziehung, da kann man das Kind zur Adoption freigeben oder man kann... Aber dieses Gespräch ist ja schon seltsam, wenn man so ein Gespräch führt. Man kann das Kind zur in eine Pflegefamilie geben. Ja, ist klar, ist völlig klar, aber ja. So ein Gespräch finde ich seltsam, nachdem ein Kind gestorben ist. Wahrscheinlich jede Mutter, jede sonstige Mutter, ist A, erstmal komplett in einem Trauma und am Boden zerstört und würde wahrscheinlich, wenn man sowas thematisieren würde, noch mehr zusammenfallen aus Trauer. Aber die hat sich dann ganz normal mit dir darüber unterhalten. Ganz normal. Wurdest du denn da nicht ein bisschen skeptisch? Ich meine, du hast ja auch Erfahrung mit Menschen, die Leid erleben, dass sie sich nicht adäquat verhalten hat dann. Ja, als Krankenpfleger, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Ne? Also Leute halten sich, wenn Menschen jetzt mit dem Tod konfrontiert werden, reagieren die ganz unterschiedlich. Ja, da hast du recht. Ja, stimmt. Ne? Und da gibt es welche, die sind halt total mega cool und andere, die werden völlig hysterisch. Ne? Hast du denn erlebt, wie sie vorher, als das Kind noch gelebt hat, wie sie mit dem Kind umgegangen ist? Ja, ich will dir jetzt nichts Böses nachsagen, aber ich wollte mal sagen, eine übermäßig gute Mutter war sie nicht. Also mir ist manchmal aufgefallen, dass die Musik tierisch laut war und ich hatte auch so den Eindruck, dass das Kind also ein paar Monate in seiner Entwicklung irgendwie ein bisschen, aber das waren nur so meine. Das kann ja auch ganz subjektiv sein. Jetzt ist die aber immerhin, wenn das wirklich eine tolle Mutter gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich spontan gesagt, die ist sehr liebevoll mit dem Kind umgegangen. Ja. Aber du hast es jetzt schon eher distanzierter beschrieben. Ja. Die ganze Sache ist es rausgekommen, weil sie hat das irgendjemandem erzählt, dass sie es getan hat. Ja. Und daraufhin ist sie jetzt verhaftet worden. Ja. Und sie ist jetzt in Untersuchungshaft zurzeit. Ja. Ja, und sie hat das halt eingeräumt, ne? Also dass sie ihre Kinder getötet hat. Das ist ja ein unfassbares Verbrechen. Ne? Ja. Die Frau ist Mitte 20 irgendwie, ne? 26. Mhm. Und sie hat wohl selbst gesagt, dass sie sich das nicht erklären kann, warum sie das gemacht hat. Nachdem du das jetzt gehört hast und du einige Jahre neben ihr gewohnt hast und einige Mal mit ihr immer wieder gesprochen hast, musst du doch eigentlich auch extrem schockiert sein, ne? Ja, ich bin insofern, ich fühle mich so irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie kann man gar nicht erklären. Ich fühle mich irgendwie betrogen, ne? Klingt vielleicht jetzt merkwürdig, aber ich fühl irgendwie, ich erahne, was du meinst. Oder ist es sogar so ein Gefühl, dass du denkst, ich, Ralf, hätte das irgendwie wahrnehmen müssen? Ja, ich meine, ich hätte mir irgendwie ich weiß nicht, ob die das nicht gemerkt hat, ne? Die hatte also viele Bekannte und da waren viele drunter, die hätten sich einen Arm ausgerissen, um ihr irgendwie zu helfen oder so. Ne? Wie nah war denn dein Kontakt mit ihr? Sehr nah, dass ihr euch auch auf einen Kaffee eingeladen habt oder einfach nur so im Hausflur ein bisschen? Die hat sogar ein paar Mal bei mir übernachtet, hier einfach so gepennt. Ne? Wir haben uns unterhalten und dann hat sie gesagt, sie hätte keine Lust mehr rüberzugehen und dann, ja, sie hatte ja da dann auch schon zwei Kinder verloren gehabt. Ja, da hatte sie schon zwei Kinder im Prinzip getötet. Und sie hatte sie getötet. Nach außen hin war ihre Rolle, ich habe zwei Kinder durch einen tragischen Tod verloren. Ja, da hieß es immer, ja, sie hatte da auch so irgendwie so Sprüche, so eine Art Sprüche als Bildchen, so eine mit Bildchen an der Wand hängen dann. Und da hat sie erzählt, ja, die wären am plötzlichen Kind tot gestorben und das wäre alles ganz schlimm und furchtbar, ihre lieben Kinder. Hast du ihr denn da die Trauer abgenommen? Wenn eine Mutter schon zwei Kinder verloren hat, ist sie ja eigentlich wahrscheinlich so fertig, dass man gar keine Worte mehr finden kann. Hast du ihr das abgenommen, wenn sie trauernd über die Kinder gesprochen hat? Naja, also irgendwie habe ich sie nicht so als
Als Mutter habe ich sie irgendwie nie so richtig wahrgenommen. Also das, was man unter typischen Muttergefühlen das hat man bei ihr irgendwie nicht gesehen. Also Ralf, ich bin sicher, war die Polizei denn jetzt schon wieder bei dir? Nein, ich bin sicher, dass die Polizei bald zu dir kommen wird, weil du ja unter Umständen vielleicht auch noch ein wichtiger Zeuge bist. Ja. Mir das eigentlich leid tut und ich so verrückt dir das auch klingt, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, weil sie hat mal erzählt, dass ihr Vater auch im Gefängnis gesessen hat und ja, aber ich habe man versucht ja irgendwie eine Erklärung dafür zu finden. Ja, warum hat die das gemacht? Ne? Mhm. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie ein ganz tief sitzender Konflikt aus der Kindheit, weiß der Geier. Dennoch, weißt du, aber da möchte ich gar keine Erklärung mehr hören. Kein Mitleid mit der Frau, nur Mitleid mit dem Schicksal der Kinder. Ja, das habe ich auch. Also ich habe noch ein Foto von dem Kleinen und ich würde ja gerne noch anschließend, weil wir schon ein bisschen über die Zeit sind, Ralf, würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Mhm. Ja? Ja, okay. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an. Okay. Und die Polizei wird sich sicher bei dir melden wegen der Zeugenaussagen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Okay. Tschüss. Weiter geht es mit Judith. Judith ist 19 Jahre alt. Hallo Judith. Hallo Domian. Judith, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich muss gerade erstmal schlucken. Also das war ja schon heftig, was der Ralf da erzählt hat. Das war sehr heftig, ja. Dagegen ist ja mein Problem relativ klein. Hattest du von diesem Fall auch gelesen oder gehört? Ja. Ja, der ging ja auch überall durch die Zeitungen. Und ja, ich meine, das geht einem schon ganz schön nah, ne? Und ich meine, wenn der wirklich so hautnah am Geschehen dran ist, dann belastet ihn das natürlich mehr. Aber mir liegt was anderes richtig schwer im Magen. Erzähl, Judith. Gestern mit mir Schluss gemacht, also er gesagt vorgestern und leider nicht persönlich, auch nicht per SMS, sondern per E-Mail. Freust dich, also wir haben eine Fernbeziehung geführt, er ist 2 Jahre älter als ich und wir waren ein knappes Jahr zusammen. Und wie weit habt ihr auseinander gewohnt? Also er hat im Siegerland gewohnt und ich wohne hier im Ruhrgebiet. Das sind kilometermäßig nicht so viel, ne? Nein, und ich meine, jeder von uns hat einen Führerschein und auch ein funktionierendes Auto, also wir haben uns regelmäßig gesehen, ja? Also für die Leute, die jetzt nicht Geografie 1 plus sind, das sind so 150 Kilometer, ne? Wenn überhaupt, oder? Genau. So ungefähr, ja. Aber guck mal, es gibt Leute, die können eine Beziehung über Tausenden von Kilometern führen. Und natürlich. Niemals von 150 Kilometern. So, jetzt hat er per E-Mail Schluss gemacht, was ja schon erstmal per se feige ist. Das ist richtig. Da muss man gar nicht weiter diskutieren. Aber was hat er jetzt in die E-Mail reingeschrieben? Ich lese sie dir gerne mal vor. Sehr gerne, ja, wenn sie nicht zu lang ist. Es sind zehn Zeilen, genau. Lies mal, Also der Betreff ist erstmal Engel weinen und leiden. Er hat mich immer sein Engel genannt. Hi du, ich weiß nicht, irgendwie passen wir beide nicht mehr zusammen. Ich habe lange im Urlaub darüber nachgedacht, ich habe keine andere. Du wohnst zu weit weg und ich werde bald nicht mehr hier wohnen. Ich habe mich dazu entschlossen, weil mir das einfach zu viel wird. Ich kann nicht jedes Wochenende zu dir kommen. Es ist mir bewusst geworden, dass unsere Freundschaft wichtiger ist als alles andere. Ich wollte dir es noch bei meinem nächsten Besuch selber erklären und persönlich sagen, wir sind einfach zu verschieden, um gemeinsam den Weg zu gehen. Ich habe mich entschlossen, Karriere zu machen. Das schaffe ich nur, wenn ich mich ganz auf meine Ausbildung konzentrieren kann. Ich hoffe, du verstehst meine Entscheidung. Ich kann mich nicht mehr verlieben, seitdem ich damals meine Ex-Freundin verlassen habe. Ich hänge noch sehr an ihr, dass ich nicht mit dir zusammen sein kann. Bitte versteh mich. Ich will, dass wir eine Freundschaft aufrechterhalten. Das war's. In Freundschaft. Feige Socke. Es ist ein richtig feiges Arschloch, Entschuldigung bitte. Verstehe ich, dass du das sagst. Wenn ich du wäre, würde ich es auch so sagen. Ich könnte heulen vor Wut. Wenn man ein Jahr zusammen war, ein Jahr ist immerhin eine gute Zeit schon, dann macht man nicht... Das allererste Ich liebe kam von ihm. Mhm. Und dann hörst du dir sowas an, ich kann mich nicht mehr in dich, ich kann mich in keinen mehr verlieben. Ja, bitte. Mhm. Warum hast du mir ein Jahr was vorgemacht? Ja, genau. In dem ein Jahr hätte tun können alles? Das heißt, du fühlst dich um ein Jahr betrogen. Ich fühle mich um ein Jahr betrogen, richtig. Und tausend Situationen kommen dir in den Sinn? Wo er mich angelogen hat, wenn wir zusammen unterwegs waren, wenn wir mit meinen Eltern essen waren. Es sind so viele Situationen. Hast du jetzt darauf reagiert? Ja, ich habe seine gesamten Klamotten genommen und zur städtischen Müllabfuhr gebracht. So.
Das finde ich schon mal eine sehr gesunde Reaktion. Hast du ihm auch zurückgeschrieben oder nix? Ja, ich habe ihm geschrieben, lösch meine Nummer, ruf mich nicht mehr an. Deine Sachen findest du bei der städtischen Müllentsorgung, liegen da zurückgelegt. Ja. Leb wohl, viel Spaß beim Karriere machen, mit mir nicht. Finde ich eine sehr gute Reaktion. Kurz, ja. Knapp, zack, Schluss aus. Genau, gut, man sollte gut, dann auch ganz schnell jetzt einen Schlussstrich ziehen. Ja, definitiv. Gut, dass du nicht nochmal so richtig deine Wut zum Ausdruck gebracht hast und dein Verletztsein gezeigt hast. Einfach nur so zack, zurück und tschüss. Genau. Der ist es gar nicht wert, dass du ihm deine Gefühle zeigst, weißt du? Nein, um Gottes Willen. Das finde ich. Das finde ich eine irre Enttäuschung, die du da hast einstecken müssen. Und vor allem ein Jahr, ne? Mhm. Ein Jahr macht dir jemand was vor. Gut, ich meine, also es ist alles absurd. Es ist absurd, dass er nicht manns genug ist und es dir ins Gesicht sagt. Dann es von vornherein sagen können. Aber weißt du, ein Jahr, wie gesagt, was vorspielen, anlügen, ja? So viele verschiedene Situationen. Genau. Ich könnte schreien. Genau, ich könnte, ja. Dann die Geschichte mit seiner alten Freundin. Ich könnte mein Auto demolieren. Nee, sowas darfst du nicht machen. Ja, du musst jetzt Gedanken darfst du hegen. Ich würde es nie in die Tat umsetzen. Ja, klar. Ja. Dann finde ich es auch schlimm, dass er da quasi auf seine Freundin zurückgreift und eure Zeit kaputt macht. Und dann finde ich auch einen ganz schlimmen Satz, ich will jetzt Karriere machen und kann mich nicht verlieben. Also da ist ja wirklich alles idiotisch, was da gelaufen ist. Schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Richtig. Ach, meine Liebe, da musst du den Schmerz musst du jetzt aushalten. Ja. Den musst du jetzt aushalten. Die ganze Zeit schon wieder arbeiten, weißt du, kommst auf andere Gedanken, aber wenn du nach Hause kommst, klar. Und ich wohne alleine und er wohnt noch bei seinen Eltern und er ist halt jedes Wochenende zu mir gekommen, ich war ganz selten bei ihm. Es ist einfach schlimm. Mhm. Du kommst nach Hause und du siehst deine Sachen oder du merkst deinen Geruch in der Luft. Mhm. Oder? Aber der Geruch ist bald weg und die Sachen hast du weggeschmissen. Das ist schon mal ganz gut. Dass du alle Gegenstände, die mit ihm irgendwie, wenn er dir irgendwas geschenkt hat oder so, alles weg damit, dass gar keine Erinnerungen da sind. Wie? Alles kaputt gemacht. Ja, das ist so richtig so. Es sind noch genug Erinnerungen im Kopf. Und dagegen anzukommen, ist so meine Strategie, am besten ablenken. Viele Sachen mit Freunden unternehmen. Sowieso, weißt du, ich will ja auch Karriere machen. Ich bin angehende Physiotherapeutin. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass er groß rauskommt. Nein, das muss ich auch nicht aneinander ausschließen. Er denkt ja immer, die Welt gehört nur ihm. Er will Karriere machen, er will groß rauskommen, er will das große Geld verdienen. Mhm. Das ist seine Devise. Aber dass andere Leute genauso denken, das versteht er gar nicht. Letztendlich, wenn du jetzt erstmal den ersten Zorn und den ersten Schmerz überwunden hast, kommt die Phase, bin ich ganz sicher, wo du denkst, gut, dass ich den los bin, so wie der tickt. Ich wäre über kurz oder lang eh unglücklich mit dem geworden. Das wird so kommen. Ja, das wird so kommen. Eigentlich, Judith, macht er dir das sogar sehr einfach, indem er so seine schlechteste Seite zeigt. Man kann besser mit solchen Leuten abschließen, als mit Leuten, die eigentlich toll sind, aber es klappt irgendwie emotional nicht so. Richtig. Und am meisten ärgert mich dieses eine verfluchte Jahr. Mhm. Ich könnte echt schreien. Aber überleg mal, du hast da auch Erfahrungen gemacht, die dich auch irgendwie wieder weiterbringen werden. Also auf jeden Fall. So ganz verloren ist die Zeit nicht. Ich meine, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. So, ja, genau. Also, ich habe schon so oft Enttäuschungen in meinem Leben erlebt, ne? Ach ja. Und ich bin immer wieder von unten aufgestanden, ich habe mich hochgearbeitet. Und so muss das genau jetzt wieder passieren. Ja. Und mach bitte nicht den Fehler, bitte nicht den Fehler, wenn man so enttäuscht wurde von einem Menschen, dass man dann zu skeptisch an die Menschen rangeht. Du kannst skeptisch rangehen, aber nicht zu skeptisch. Dann machst du dir nämlich dein Glück. So bin ich nicht von Natur aus. Ich bin ein offener Mensch. Ich bin offen für alles. So, Judith, ich wünsche dir, dass jedem Menschen eine Chance, weil jeder Mensch ist für mich gleich. Ob er im Rollstuhl sitzt, ob er eine Gehbehinderung hat, ob er im Kopf nicht ganz klar ist. Mhm. Jeder Mensch ist gleich. Mhm. Jeder hat das Recht und auch die Chance, bei mir seinen Charakter zu offenbaren. Das ist doch eine gute. Einfach seine guten Seiten zu zeigen. Ja, das ist doch eine gute Grundhaltung. Ich wünsche dir, dass du über die üblen ersten Tage und Wochen jetzt gut hinwegkommst. Ja, halt dir sein mieses Verhalten vor Augen. Das hilft dir, dich zu verabschieden. Und lenk dich einfach gut ab mit Leuten, mit Freunden, mit Aktivitäten. Disco feiern gehen und einfach nur Spaß haben. Ah, das finde ich in solchen Situationen viel besser, als wenn man allein zu Hause sitzt und immer wieder dasselbe denkt, sich hochdreht und hochschaukelt und das ist alles nicht gut. Das ist Schwachsinn. Eine Weile muss man den Schmerz aushalten, es geht nicht anders und dann wird sich das allmählich schon wieder beruhigen. Das denke ich mir auch. Judith, ich wünsche dir als nächsten Mann einen super tollen Mann und nicht so einen. Genau das Gegenteil von dem. Wenn nicht, backe ich mir einen. Ne? Ja, ich habe so eine Backform gekauft, heute backe ich mir einen Mann. Genau. Liebe Judith, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Mach's gut. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, 1:32 Uhr
30 gleich, in wenigen Sekunden. Und jetzt machen wir eine Postecke. Uns hat einige Post erreicht und ich möchte euch ein bisschen davon vorlesen. Zum Beispiel Maria. Maria aus Brandenburg schreibt: Hallo Jürgen, Domian. Ich verfolge hin und wieder Ihre Sendung und muss sagen, sie gefällt mir überhaupt nicht. Und das liegt in erster Linie an Ihrer Art und Ihrer Einstellung. Sie sind einerseits für mich viel zu konservativ, andererseits geben Sie sich mit allerlei Abartigkeiten ab, über die man in der Öffentlichkeit nicht sprechen sollte. Ich möchte keine Beispiele nennen. Dass Sie für Ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz bekommen haben, ist für mich unbegreiflich. So weit ist unser Land also schon gesunken. Gute Nacht, Deutschland, und hoffentlich bald adieu, Domian. Klaus, Lisa und Daniel schreiben: Hallo Domian, wir wollen einfach mal Danke sagen für all die lustigen, schockierenden, informativen und emotionalen Geschichten und deine Reaktion darauf. Viele Erlebnisse deiner Anrufer haben bei uns schon für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Und oftmals merken wir dabei, wie gut es uns doch geht. Macht bloß weiter so. Liebe Grüße. Dann schreibt Oberarzt Dr. Michael Thiel: Sehr geehrte Macher der Sendung Domian, vorletzte Nacht fesselte mich bei Ihnen der Bericht einer jungen Frau, die siamesische Zwillinge erwartet. Das war höchst dramatisch, traurig und glaubhaft. Eine Aussage aber muss richtiggestellt werden. Siamesische Zwillinge können immer nur eineiige Zwillinge sein. Daher müssen die Kinder immer das gleiche Geschlecht haben. Ihre Anruferin aber sprach von einem Jungen und einem Mädchen. Irgendjemand hat da wohl etwas falsch verstanden oder auch der werdenden Mutter falsch weitergegeben. Ich wünsche der Frau von Herzen alles Gute. Ines, 24 Jahre alt, schreibt: Hallo, liebes Domian-Team. Ich habe gehört, dass neulich ein Pärchen aus Idaho, USA, angerufen hat. Ich studiere schon seit 2 Jahren in Texas und höre euch auch über Online-Stream. Dank eurer Sendung fühle ich mich immer ein Stündlein am Tag wie zu Hause. Macht weiter so, eure Ines. Und zu guter Letzt, Marco aus Altenkirchen. Hi Domian, deine Show gestern war ja der Hammer. Die letzte Anruferin hat alle meine Vorurteile über Frauen bestätigt. Man muss sich als Mann absolut vorsehen, dass man von den Frauen nicht verarscht wird. Dass sie nicht mit einem spielen, dass sie einen nicht um die Finger wickeln. Ich bin schon ziemlich oft in Sachen Frauen auf die Schnauze gefallen. Ich bedauere es mittlerweile richtig, dass ich nicht schwul bin. Hätte gerne einen richtig coolen Typ an meiner Seite, aber leider interessieren mich Männer sexuell nicht die Bohne. Ende unserer kleinen Postecke heute. 1.32 Uhr und jetzt geht es weiter mit dem Heinz. Und Heinz ist 71 Jahre alt. Hallo Heinz. Ja, guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend oder guten Morgen. Weswegen rufst du an, Heinz? Ich rufe an in einer Angelegenheit, wo ich hoffe, dass Zuschauer mir helfen können, beziehungsweise meiner Frau. Meine Frau hat seit 2,5 Jahren ständig Durchfall. Wir sind zum Beispiel jetzt im Schwarzwald in Urlaub, schon 6 Tage. Wir können nicht aus dem Zimmer gehen. Alle 10 Minuten muss sie auf Toilette. Und das geht seit 2,5 Jahren so? Seit 2,5 Jahren. Und es ist so dünnflüssig, dass wenn sie das verspürt, dass es auf Toilette muss, dass es nicht mal bis dahin schafft. Ja. Das heißt, sie kann sich auch gar nicht mehr, kann sie denn sich normal ernähren? Isst sie normale Sachen? Sie isst kaum was. Sie isst kaum was. Sie hat Appetit auf etwas und wenn man das zubereitet oder kommen lässt, sie stochert darum, nimmt ein paar Bissen das. Aber wenn man seit 2 Jahren so Durchfall hat, muss doch schon der ganze Po entzündet sein. Ja, das tut auch weh, sagt sie immer. Ja. Und sie ist 1,80 Meter groß und wiegt noch 56 Kilo. Das packt schon noch Haut und Knochen. Der Blutdruck ist 60 zu 45, ist immer schwindelig, ganz schlapp. Das ist grausam. Ne? So, nun frag ich mich natürlich sofort, da müsst ihr doch eigentlich schon bei vielen Ärzten gewesen sein. Ja, also, meine Frau ist mit Ärzten immer rundgereicht worden. Die meisten sagen, es ist alles in Ordnung, befindet nichts. Darmspiegelung, Magenspiegelung, hat es jede Menge hinter sich. Und also das sind alle großen Krankheiten, Darmkrankheiten sind ausgeschlossen worden, die man haben könnte, die mit Durchfall zusammenhängen. Ja, ich war jetzt 3 Wochen im Krankenhaus und sagt auch der Oberarzt, wir finden nichts, wir können nichts für sie tun. Und wir haben da ein Medikament.
Medikament herausgefunden, Quantalan heißt das. Mhm. Da ging es 4 Tage gut, ist entlassen worden und dann ging es wieder los. Das ist grausam. Das heißt, sie ist auch wirklich dann im Krankenhaus rundherum durchgecheckt worden? Ja. Rundherum. Hat sie sonst irgendwelche Beschwerden? Ja, das würde ich schon. Also sie ist schlapp. Also sie sieht nur Schrittchen vor Schrittchen, kann sie sehen, ist immer schwindelig. Ich meine, ob sie irgendwie noch Schwindel oder Schmerzen irgendwo hat? Schmerzen nicht, nein. Schmerzen nicht, ja. Manchmal Bauchschmerzen, ist auch den letzten Tag muss sagen, soll das die Leibschmerzen was. Mhm. Aber da hat sie Angst, wenn wir operiert worden, das hat sie verheimlicht, aber daher sind die Leibschmerzen mit auch nicht. Ich denke mir das auch als eine sehr, sehr schwere psychische Belastung, wenn man 2,5 Jahre Durchfall hat. Und auch so oft dann. Wie viel Mal am Tag geht sie zur Toilette? Ja, 20 bis 30 Mal. Ne? 20 bis 30 Mal? Ja. Boah, das ist unglaublich. Ich glaube, erstens hast du gesagt, wie war es denn da, wenn ich oft mal schlafen muss? Sag, wie war es denn da im Durchfall? Du sagst, ich habe die ganze Zeit im Duschraum war das zurückgestanden und nur hier waschen. Dann wäschst du die Windeln aus. Ja. So ein bisschen so, alle Ärzte, überall wo ihr wart, können euch nicht weiterhelfen. Ja. Man hat du hast den Eindruck, dass sie bei guten Ärzten war, dass die sich sehr sorgfältig um sie bemüht haben. Ja, ich muss dabei sagen, sie hatte vor 2,5 Jahren, als sich herausgestellt hatte, sie Darmkrebs am Schließmuskel. Ja. Im Krankenhaus, sie wollte der Professor sie sofort am nächsten Tag operieren und empfahl einen zweiten Ausgang. Wollte es schmackhaft machen, da könnte man gut mit leben und so weiter. Aber meine Frau ist nicht wieder einverstanden. Zum anderen Krankenhaus gegangen, mit dem Krankenhaus zusammenarbeitet. Ja. Und die entfernen Chemotherapie und Bestrahlungen. Das ist auch gemacht worden. Ja. Und der Krebs ist weg am Darmausgang, Schließmuskeln. Ja. Aber seitdem ist das. Ach so, da gibt es einen klaren Zusammenhang. Ich nehme an, dass es Nebenerscheinungen sind durch diese Bestrahlungen. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass seit dieser Zeit hat es angefangen. Ja. Das wiederum wissen auch die Ärzte, die Sie jetzt untersucht haben. Ja, meine Frau hat alles wegen gesagt. Weil ich bei einem Darmspezialisten, Magen-Darm-Spezialisten, hat gesagt, ja, das kommt jetzt durch die Schäbung, durch die Therapien. Ja. Das ist ein bleibender Schaden, da kann man nichts dran machen. Ja. So, jetzt hast du gesagt, du suchst Hilfe über diese Sendung. Ja. Konkret, also eine Hilfe, du hoffst, dass irgendein Zuschauer, Zuhörer eine Idee hat, wie man deiner Frau helfen könnte. Ja. Nach dem, was du jetzt erzählt hast. Ja. Das auch gehabt hat und geheilt worden ist. Also wir sagen, wir fassen es nochmal zusammen, eine schwere Durchfallerkrankung nach einer Krebsbehandlung am Enddarm. Und alle Ärzte, die jetzt sich mit deiner Frau beschäftigt haben, wissen nicht weiter. Deine Frau geht 20 bis 30 Mal zur Toilette am Tag, was ja die Hölle ist. Ja. Was ja wahrscheinlich auch große Auswirkungen auf euer Leben und eure Beziehung hat. Ne? Ja, natürlich. Man kann nicht wohin gehen und nichts. Ja. Also, wenn jemand da draußen irgendeine Idee hat, nicht irgendeine, sondern wirklich auch dann eine handfeste, denn Heinz hat ja erzählt, dass da schon viele Mediziner dran waren und alles Mögliche schon ausprobiert haben und getestet haben. Wenn jemand eine wirklich gute Idee hat, was das sein könnte, bitte mailt uns doch. Mailt an domian@wdr.de, Stichwort Heinz. Und dann geben wir das an den Heinz und seine Frau weiter. Das machen wir sehr gerne. Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Fall. Und vielleicht hört uns jemand zu, der da bewandert ist und eine Idee hat. Sollen wir es so machen, Heinz? Ja, und ich wünsche deiner Frau alles Gute und schöne Grüße, richte ihr bitte aus. Und wenn hier irgendwas Gutes und Interessantes ankommt, werden wir das natürlich sofort an euch weiterreichen. Ja. Alles Gute, Heinz. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Markus. Markus ist 22 Jahre alt. Hallo, Markus. Hallo, Domian. Hallo, Markus. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und zwar, es geht nochmal um das Thema von gestern. Weißt du, was schön wäre? Du sprichst mit einer Freisprechanlage, ne? Nee, die habe ich eigentlich ausgemacht. Okay. Ja, geh mal ein bisschen näher ans Telefon. Das klingt so, als wärst du hallig im Raum. Ja, bin ich jetzt? Jetzt klingt es ein bisschen besser, ja. Ja.
Also das Thema von gestern, die Träume der Männer. Was wollen Männer? Die geheimen Wünsche der Männer. Ja, genau. Ja? Und zwar geht es darum, und zwar strebt mir schon lange in Dreier vor. Ach was? Ja. Ja. Ich bin ja jetzt seit 3 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ja. Seit 1 Jahr verheiratet. Ja. So, und also über einen Dreier haben wir schon mal gesprochen. Ja. Und wie hat sie reagiert? Ja, sie wäre auch nicht abgeneigt. Bloß das Problem ist jetzt von mir. Ja. Das weiß sie aber nicht, dass ich das gerne mit ihrer Mutter hätte. Hammer. Wie bitte? Mit ihrer Mutter? Ja. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz? Nee. Du verarschst mich jetzt auch nicht. Nee, auf jeden Fall. Das du hättest so gerne geil. Sex mit deiner Frau und mit deiner Schwiegermutter. Genau. Das ist natürlich ein Hammerwunsch und eine. Ja, aber ich sag mal, heutzutage ist doch eigentlich nichts mehr unnormal, oder? Doch, und es ist auch gut, dass einiges noch unnormal ist und einiges soll auch unnormal bleiben. Aber lass uns über diesen Fall hier sprechen. Ja. Wieso die Schwiegermutter? Ja, na, also so, ich muss sagen, für ihr Alter sieht sie auf alle Fälle noch richtig, richtig gut aus. Wie alt ist sie denn? Auf alle Fälle. Die ist 47. Ja. So, meine Frau ist 24. Das heißt, du hast immer schon, solange du mit deiner Frau, Freundin zusammen warst, ein bisschen Auge auch auf die Mutter geworfen. Nee, noch nicht ganz. Das kam erst später. Das kam jetzt im Sommer. Ja. Und zwar, da waren wir öfters bei uns, bei meinen Schwiegereltern sozusagen. Ja. Und der Vater, der ist auf Montage. Mhm. So, und da waren wir halt jetzt ziemlich oft so und haben wir auch im Sommer ab und zu im Pool mal noch ein Glas Wein zu dritt getrunken. Mhm. Und dann halt immer, wenn meine Frau mal nicht da war oder so. Mhm. Und ihre Mutti ging an mir vorbei oder so, hat sie mir auch immer so mal zugezwinkert und so. Also ich denke mal, die wäre vielleicht nicht abgeneigt. Aha, also du interpretierst das so, als sei sie an dir auch vielleicht interessiert. Und sie hat ein bisschen Spaß an dir auch. Genau. Aha. So, und ich meine, sie versteht sich ja auch mit ihrer Tochter, also blendend. Mhm. Also, weiß ich nicht, also besser kann man sich vielleicht gar nicht verstehen. Ja, so, das hast du aber ihr noch nicht gesagt, deiner Frau. Nee, also wir hatten definitiv schon mal rund 3 Jahre gesprochen, ja, aber jetzt nicht so konkret. Dass ich jetzt ihre Mutter erwähnt habe. Also das nicht. Also da wüsste ich auch nicht, wie sie darauf reagiert. Also ja, umso besser, dass wir vorher drüber sprechen. Ja. Ich möchte dir dringend anraten, dieses auch nicht auszusprechen, deiner Frau gegenüber, geschweige denn dieses zu forcieren auch. Stell dir doch mal bitte die Situation vor, du mutest deiner Frau zu, eine sexuelle Aktion zusammen mit ihrer Mutter und dir zu haben. Das ist doch absolut krass. Für sie. Für deine Frau ist das doch ein stell dir vor, dass er umgekehrt, du sollst mit deinem Vater zusammen. Ja, aber ich denke mal, also Frauen allgemein sind ja anders zueinander. Ja, aber es ist doch ihre Mutter. Es ist doch ihre Mutter. Und auch für die Mutter ist es doch in der Regel eine schreckliche Vorstellung, den Gedanke denkt man überhaupt nicht, mit der Tochter zusammen Sex mit einem Typ zu haben, dann auch noch mit dem Schwiegersohn. Hm. Also ich kann ja gut verstehen, wenn du Bock auf einen Dreier hast. Ja, auf alle Fälle. So. Würde ich gerne schon mal. Ja, da läufst du bei mir offene Türen ein. Aber ja. bitte, geh nicht jeder Regung nach, man darf nicht jeder Regung nachgehen, die man im Kopf hat. Da müssen auch, es gibt auch Tabu- und Schamgrenzen, finde ich, auch in der heutigen Zeit, die man aufrechterhalten sollte. Ja. Dann sagten mir meine Zuschauerin aus Brandenburg wieder, ich bin zu konservativ, aber das finde ich wirklich. Irgendwo müssen auch Grenzen sein. Ihr könnt euch die tollste dritte Frau irgendwo suchen. Aber bitte nicht deine Schwiegermutter, die Mutter deiner Frau. Ah. Also besser lieber einen Traum lassen. Ich will dir mal sagen, wenn ich deine Partnerin wäre, ich wäre so schockiert, dass mein Mann sowas vorschlägt. Du gefährdest ja auch eure Beziehung, eure Ehe. Was geht dann alles in dem Kopf deiner Frau ab? Mein Typ, der Markus, steht auf meine Mutter? Was ist denn jetzt los? Verstehst du? Ja, nee. Das heißt, ihr könnt nie unbefangen mal wieder zu dritt auf einer Familienfeier sein oder so. Es wird doch alles. Gibt's denn noch einen Schwiegervater auch noch? Ja, den gibt's. Den gibt's auch noch? Ja, der ist aber auf Montage. Ja, bist du denn bei Trost, überhaupt sowas vorzuschlagen? Bist du denn bei Trost? Du würdest doch auch noch die Familie kaputt machen. Also komm, das kehren wir jetzt ganz schnell vom Tisch und tun's ins Kästchen und legen es ganz tief irgendwo in den Keller und rühren nie wieder dran.
lieber einen Traum lassen. Aber wirklich, und sprich mit niemandem drüber mehr und denk dich da auch nicht mehr, nicht mal mehr einen Traum lassen. Einfach raus aus dem Kopf. Träumen von anderen geilen Frauen, die du zusammen mit deiner Frau haben kannst. Und wenn sie einverstanden ist mit einem Dreier, ist ja okay. Aber bitte nicht sowas. Nee, stimmt. Wirklich? Du machst alles kaputt. Das ist vielleicht jetzt in deinem Fantasiewahn mal eine Idee, aber bitte weg damit. Weg. Ja, ist vielleicht besser so. Ich weiß es nicht. Ich bin hundertprozentig sicher, dass es besser so ist, Markus. Hundertprozentig. Ja. Also, sprich mit ihr und überlegt, wie er vielleicht irgendwie eine nette dritte Frau findet. Wo und wie auch immer. Mache ich, auf alle Fälle. Ja. Aber trotzdem, tolle Sendung hast du. Also, ich höre mir da auch jeden Abend an. Ja, das freut mich. Also. Und ich hoffe, dass es auch was gebracht hat, das Gespräch also mit dir und mir. Ja, na klar. Alles Gute, Markus. Auf alle Fälle, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Bastian, 21, guten Morgen. Ja, hi. Hi. Bastian, hi. Was ist los? Ja, wie ich gerade schon bei deinen Mitarbeitern gesagt habe, habe ich ein kleines Problem bezüglich Frauen. Bezüglich Frauen? Ja. Hm. Erzähl mir, ich weiß nicht, was du mit meinen Mitarbeitern gesprochen hast. Okay, ja, also folgendermaßen. Ich habe eine Freundin. Mhm. Nur leider hatte ich vor vier Monaten eine kurze Affäre. Mhm. Über ja, 2 Monate vielleicht, so dass es vor 4 Monaten zu Ende war. Ich bin ganz irritiert. Wo bist du da? Das klingt wie eine Tropfsteinhöhle. Nee, ich bin gerade daheim. Das klingt so komisch im Hintergrund. Also, du hast eine Freundin. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen schon? Seit ein Dreivierteljahren. Ein Dreivierteljahr. Und vor 4 Monaten ungefähr eine Affäre. Ja. Was heißt Affäre? Ja, ich würde halt sagen, mehr oder weniger zweigleisig gefahren. Wie lange? 2-3 Monate. Ach so, 2-3 Monate. Affäre mit auch mit Herz im Spiel, mit Emotionen oder nur Sex? Ja, anfangs Herz, dann nur noch Sex. Und warum ist das dann zu Ende gegangen, die Affäre? Weil ich mich eigentlich doch für meine Freundin entschieden habe, dass es besser mit ihr ist, die zu behalten. Und du hast deiner Freundin das natürlich nicht erzählt? Nein. Und jetzt hat sich ja das Problem rauskristallisiert, dass diese Affäre, ja, meiner Freundin die hat es mitgekriegt, mehr oder weniger jetzt mittlerweile, dass ich eine Freundin hatte oder eine habe. Und will es dir erzählen? Also du wirst quasi erpresst von der Affäre? Mehr oder weniger. Ja, sie will sie halt aus, sie kennt sie nicht, aber sie will sie finden und sie erzählen. Weil die Affäre, das ist ja noch gar nicht so lange zu Ende, ne? Ja, es ist auch das große Problem, dass ich mit der ja auch immer wieder Kontakt noch hatte. Ja, also die ist sauer, dass du es abgebrochen hast? Ja. Und will sich das rächen, indem sie es deiner Freundin sagt? Ja, kann man so sagen. Also der Klassiker ist das ja. Ja. So wie es in 100 Spielfilmen schon stattgefunden hat. Ja. Aber die Realität zeigt es eben auch, dass es immer wieder passiert. Ja, und die Realität ist halt leider wesentlich härter als irgendein Spielfilm, ne? Das stimmt, da hast du völlig recht. Ist die Frau denn noch mehr an dir interessiert? Würde die gerne eine Beziehung mit dir haben? Die Affärenfrau, nenne ich sie mal. Nein. Die ist einfach nur scharf auf dich und hätte gerne, dass das so weiterläuft und ist auch jetzt... Auch nicht mehr. Auch nicht mehr? Nein. Ja, was will die denn? Es war ja dann Schluss, das habe ich auch gesagt. Und danach hatte sie sogar wieder einen Freund. Mit ihm war sie bis vor 4 Wochen vielleicht zusammen. Und ja, das... da ist halt jetzt auch Schluss und ja, jetzt hat sie wieder mehr Kontakt zu mir, will zwar nichts mehr von mir, überhaupt nicht mehr, aber sie sagt halt, sie will die Freundin von mir finden und ihr erzählen. Warum will sie das denn machen, wenn sie gar kein Interesse mehr an dir hat? Das ist eine gezielte Boshaftigkeit. Warum? Ich würde sagen, aus Trotz. Reiner Trotz, sie will halt einfach, wie soll ich jetzt sagen, sie hat gemeint, sie will einfach sich mal mit ihr unterhalten, wie ich zu ihr so war und wie ich mich mit ihr, gegenüber ihr verhalten habe. Aber da klingt doch irgendeine Verletzung raus. Da muss doch irgendein
eine Motivation sein. Sie will dir doch damit einen, sie weiß doch, dass sie dir damit einen auswischt. Warum? Ja, mit Sicherheit. Warum will sie das denn machen? Wahrscheinlich zum einen aus dem Grund und zum anderen... Ja, nee, aus welchem Grund? Aus welchem ja, Grund? Einfach mir eins reinzudrücken. Ja, aber warum will sie dir einen reindrücken? Ja, vermutlich, weil ich damals Schluss gemacht habe. Ach so, es kann natürlich sein, dass er ihre Ehre verletzt hat und sie immer noch... Ja, mit Sicherheit. Das Problem bei ihr war halt auch, dass sie diese Affäre sehr, sehr eifersüchtig war. Mhm. Oder auch ist und auch von meiner Freundin zunächst nichts wusste. Achso, du hast am Anfang da auch nicht reinweinen müssen? Nein. Und wie hat sie das denn rausgekriegt, dass du eine Freundin hast, noch während ihr die Affäre hattet? Sie hat immer gewusst, mehr oder weniger halt schon erfahren, dass es die auch gibt, aber nicht als Freundin, sondern als, ja, wie soll man sagen, als Ex-Freundin. Du bist aber auch ein Lavierer, ne? Ja, das ist normal nicht meine Art, nur ich bin zuvor von meiner Ex, also von der davor auch relativ böse verarscht worden. Keine Entschuldigung. Freilich nicht und ich, ja. Auf jeden Fall, die hat das dann rausgekriegt, dass da noch eine Freundin ist und da war die. Ja, das hat über Bekannte rausgekriegt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was mit dieser Frau auch los ist, was die auch für eine Motivation haben mag. Es gibt ja nur einen einzigen Weg, den du jetzt gehen kannst, Bastian. Und was würdest du da vorschlagen? Nee, ich glaube, es gibt nur einen klugen Weg, indem du ganz, ganz schnell dieser Affärenfrau vorgreifst und du persönlich mit deiner Freundin redest und beichtest. Nur das kommt dann im Endeffekt aufs Gleiche raus. Das weiß ich nicht. Ich finde es noch schlimmer, wenn man das über eine dritte Person erfährt. Finde ich noch viel, viel schlimmer, als wenn der eigene Partner sagt, pass auf, ich habe Mist gebaut. Ja, klar. Ich meine, ich habe ja diesen Mist gebaut und ich bereue das Tag für Tag. So, dann sag ihr das so und mach es so schnell wie möglich. Das heißt, dann bist du nicht mehr erpressbar. Du läufst natürlich Gefahr, dass deine Freundin weg ist. Die Gefahr ist aber auch gegeben, wenn die Affärenfrau da quatscht. Und immerhin hast du noch ein bisschen Rückgrat bewiesen, indem du es sagst. Ein bisschen. Das stimmt, ja. Da hast du recht. Ich wüsste da sonst keine andere Lösung. Also, du hast dich da reingeritten. Sicher, ja. Jetzt musst du sehen, dass du vielleicht das Beste noch draus machst, aber jetzt musst du aber wirklich Initiative ergreifen. Ja, soll ich mal machen lassen. Ja, finde ich unbedingt, aber gar keine Frage. Ja. Wünsche ich gutes Gelingen, Bastian. Danke dir. Da kannst du einfach, da gibt's auch keinen weiteren Ratschlag, da musst du einfach dann durch und reden. Ne? Das ist das Beste, ja. Ja, finde ich. Mein Lieber, alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Wunderbar, mach weiter so. Danke. Tschüss. Ciao. Ich könnte euch zwischendurch mal unsere Themen nächste Woche sagen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Schweiß. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, jemand zwingt mich. Das sind unsere Themen nächste Woche. Und hier ist die Jacqueline. Jacqueline 25. Guten Morgen. Hallo. Juhu. Jacqueline schweigt. Ach, Jacqueline. Hallo? Nee, da war ein Piepser. Hallo? Hallo? Ja, da ist sie ja. Hallo, Jacqueline. Bist du Jacqueline? Ja. Ja. Ich dachte schon, jetzt hätte ich fast aufgelegt, weil ich nichts gehört habe. Nein, ich habe Aufhalten gemacht. Du hast Aufhalten gemacht, weil das so lange gedauert hat. Du warst so lange in der Warteschleife, oder? Genau. Ja, aber jetzt sind wir miteinander verbunden, darüber freue ich mich. Du bist 25 Jahre alt. Mhm. Und hast dich hier bei uns gemeldet? Ja, genau. Warum? Es geht um meinen Cousin. Mhm. Was ist da los? Ist schon länger her und da hat er mich vergewaltigt. Mhm. Wie lange ist das her? Ungefähr 11 Jahre. Vor 11 Jahren? Mhm. Da warst du 14. Genau. Und wie alt war der Cousin damals, als du 14 warst? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, wie alt ist er denn? Wie viel Unterschied seid ihr denn? Also schon ein großer Unterschied. Großer Unterschied. Also der ist wesentlich älter als du. Mhm. Mhm. Und das ist damals, erzähl mal, wie und wo das passiert ist. Also ich bin damals zu einer Freundin gegangen. Mhm. Also wollte gehen. Mhm. Und da habe ich ihn gesehen. Und da hat er gemeint, dass er ins Solarium will. Mhm. Zu ihm nach Hause und mit dem Hund raus. Mhm. Ich hatte ja noch Zeit, zu einer Freundin zu gehen. Mhm. Und da habe ich gemeint, ja gut, okay, fahr ich halt mit. Mhm.
bin ich mitgefahren. Und dann, wo wir bei ihm zu Hause waren, hat er hinter mir die Tür abgeschlossen. Mhm. Und ich habe es nicht bemerkt. Ja. Und auf jeden Fall hat er gemeint, er will noch was essen, was trinken. Ja. Und er hat halt noch was gegessen, was getrunken. Man hat da angefangen, mich anzufassen, mich zu küssen. Mhm. Da warst du schon alarmiert wahrscheinlich, ne? Weil da... Wie bitte? Da warst du schon aufgeregt und alarmiert, dass was nicht stimmt. Ja, aber ich habe auch zu ihm gemeint, er soll aufhören. Ich habe gefragt, was es soll. Ja. Und dann hat er gemeint, es wäre normal. Mhm. Und ich habe mir die Schuld gegeben, weil ich einen Rock anhatte. Was natürlich zu dem Zeitpunkt. Und er hat mich auf seinen Schoß gesetzt. Hm. Und hat da kein Ding in mir reingeschoben. Hm. Hm. Was du? Und ich wollte nie die Familie kaputt machen. Ich weiß, dass mir keiner aus meiner Familie glaubt. Hm. Und ich weiß, dass gerade mein Bruder zuguckt. Dass dein Bruder jetzt zuguckt? Ja. Und du hast es bisher noch niemandem erzählt? Doch, meine Schwester hat es meinen Eltern erzählt. Ah ja. Und die Eltern haben es aber nicht geglaubt? Doch schon, aber ich habe es abgestritten. Ich wollte nie die Familie kaputt machen, weil ich wusste, dass mir keiner glaubt. Verstehe. Hast du das damals deiner Familie gesagt? Nein, ich habe es nur einer erzählt, und zwar meiner besten Freundin damals. Ach so, also damals hast du es der besten Freundin nur erzählt und später dann, so wie du gerade gesagt hast, der Familie. Meiner Schwester nur. Der Schwester, ja genau, der Schwester. Mhm. Ja, und den anderen, wenn die mich gefragt haben, habe ich immer abgestritten, weil ich wusste, dass mir keiner glaubt. Das heißt, deine Eltern haben dich dann darauf angesprochen, nach dem Motto, hier, stimmt das? Ja. Und dann hast du gesagt, nein, das stimmt nicht, weil du die Familie nicht kaputt machen möchtest. Ja. Wie eng ist denn der Kontakt heute noch, zum Beispiel zwischen deinen Eltern und diesem Cousin? Also zwischen meinen Eltern und Cousin, so viel ich weiß, überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Mhm. Nein. Damals war das natürlich für dich ein ganz schlimmes Erlebnis. Was ist dann passiert, nachdem er dann von dir abgelassen hat? Hat er dich dann aus der Wohnung rausgelassen oder hat er dich noch eine Weile da behalten? Wie hat er sich verhalten? Nein, er hat gemeint, ich soll aufhören zu weinen. Es wäre normal, dass der Cousin seine Cousine entjungfert. Und dann bist du gegangen, oder wie? Nein, ich wollte gehen, aber die Tür war abgeschlossen. Ja. Und dann hat er mich nach Hause gefahren. Ja. Und hat mich am Arm gepackt und hat gemeint, wenn ich jemandem erzähle, es wird mir sowieso keiner glauben. Und es hat dir damals, du warst ja da wahrscheinlich auch komplett verwirrt und verzweifelt, es hat dir niemand angemerkt in der Familie? Doch, man hat mich schon irgendwie angemerkt, weil ich habe angefangen, Drogen zu nehmen. Ach so. Ich bin öfters von zu Hause weggeblieben. Jetzt meldest du dich heute hier bei mir mit dieser schlimmen und schweren Geschichte, die dir widerfahren ist. Das heißt, dass du dich sehr damit beschäftigst und dass das immer wieder in deine Erinnerung kommt. Ja. Hast du die Hoffnung, dass du sagst, dein Bruder schaut heute diese Sendung hier? Nein, ich wohne ja noch zu Hause bei meinen Eltern. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, dass mein Bruder schläft. Ach so. Ja, und dann ist er ins Wohnzimmer gegangen und hat das gesehen. Und er guckt jetzt im Moment zu? Genau. Und du bist in deinem Zimmer? Ja. Wie alt ist denn dein Bruder? Der ist 31. 31. Hast du die Hoffnung, dass dein Bruder dir jetzt glaubt? Hoffe ich. Das hoffe ich auch sehr. Und ich hoffe, dass jetzt viel unternommen wird. Erstmal finde ich, dass du Hilfe brauchst, damit du mit der schweren seelischen Verletzung, die dir angetan wurde, damit du damit zurechtkommst. Und dann hoffe ich, dass deine Familie zu dir steht. Und was dann juristisch gemacht wird, darüber muss dann auch noch beraten werden. Aber erstmal geht es darum, dass dir geholfen wird und dass deine Familie an deiner Seite steht. Das finde ich ganz wichtig. Ganz ehrlich, darf ich was sagen, weil ich weiß, dass mein Bruder zuguckt. Mach schnell, die Sendung ist gleich rum.
Thorsten, ich weiß, dass du zuguckst und es ist keine Lüge. Er hat mir das angetan. So, Jackie, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich sofort wieder an, okay? Mhm. Du legst bitte auf. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind wieder nächste Woche Montag da, wie immer. Alles Gute.